In den vergangenen Stunden hat es heftige Unwetter vor allem in Baden-Württemberg und im Saarland gegeben. Am Bodensee herrschte die Warnstufe 4. Das ist die höchste Warnstufe bei Extremwetter. Es wurden viele Bäume umgeknickt, Dächer abgedeckt und es kam zu Überschwemmungen. Durch die heftigen Winde soll sich im Saarland sogar ein Tornado gebildet und gewütet haben. Bisher liegen keine Berichte über Verletzte vor. Polizei, Feuerwehr und das THW waren im Dauereinsatz. Die Wetterfront, sie ist inzwischen nach Bayern weitergezogen. Mehr von Antje Diedrichs. Hell erleuchtet ein Feuerwerk den Nachthimmel. Das Seefest in Rothach-Egern am Tegernsee zieht unzählige Schaulustige an, die am Ufer oder mit ihren Booten auf dem See den Sommer feiern. Doch das Fest findet am Abend ein jähes Ende. Ein Unwetter überrascht die Gemeinde. Extreme Böen mit Windstärke 11 erfassen die Boote. Und die Initialmeldung war für uns eine vermisste Person. Also eine Dame hat angerufen, dass ihr Ehegatte auf dem See verloren oder abgängig ist. Und ja, genau, dann nahm der Abend seinen Lauf. Im Laufe des Abends wird auch der Mann gefunden. Insgesamt kentern 5 Schiffe, 3 sind havariert und 25 Personen werden aus dem Wasser gerettet. Am frühen Abend wird im Saarland der kleine Ort Asweiler im Landkreis St. Wedel besonders hart vom Unwetter getroffen. Dort wütet ein Sturm in einer Schneise von etwa 100 Metern und hat schwere Schäden angerichtet. Das war wie so eine Windhose. Einmal dunkel geworden, dann hell und nur Wasser und Sturm. Anhänger weggeweht und ziemlich viel zerstört worden. Bäume umgefallen. Ziemlich heftig, was in 5 Minuten alles passieren kann. Einmal hat es gekracht und ein Baum, ein Ast lag auf meinem Auto und der zweite Baum lag direkt am Haus, so halb auf dem Haus. Laut Feuerwehr werden mehr als 20 Hausdächer abgedeckt oder beschädigt. Es sind rund 120 Kräfte im Einsatz. Der Energieversorger kümmert sich um die Stromversorgung, besonders um die Metzgereien, damit die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Verletzte Personen gibt es zum Glück bisher keine. Die Häuser sind auch bis auf eines soweit noch mal bewohnbar, werden aktuell mit den Hilfskräften und Dachdeckern noch mal hergerichtet, dass nicht weiteres Regenwasser eindringen kann, falls es noch weitere Gewitterregenfälle geben kann oder geben soll. Und es gibt noch eine gute Nachricht. Allerdings können wir sagen, dass es den Störchen sehr gut geht. Sie sind nach dem Unwetter noch mal in ihrem Horst zurückgekehrt. Augenscheinlich haben sie keine Verletzungen davon getragen. In Asweiler ist vorerst die Ruhe nach dem Sturm eingekehrt. Jetzt müssen die Bewohner ihren Ort wieder aufräumen.